Willkommen beim Melbourne Shuffle Tutorial beim vierten Teil. Mein Name ist Roman und heute zeige ich euch wieder Bar-Moves und deren Kombos. So, der erste wäre ein Spin. Der würde so aussehen. So, der funktioniert. Recht simpel. Wir stellen uns aufs rechte Bein. Hier ist das Standbein und dem sind wir nur auf der Spitze bei dem Move und wippen den ein bisschen so hin und her und bouncen dabei. Und das linke Bein ziehen wir einfach nur an und senken wieder ab. An und senken wieder ab. Der Move ist so ähnlich wie dieser Step, in dem wir hier auf der Spitze sind und nach hinten treten und den dann so ein bisschen rausdrehen. Und wenn wir jetzt den drehen, schauen wir uns wieder auf die Spitze hier so ein bisschen. Und nehmen den hoch, gehen wir mal runter. Und wenn wir den runternehmen, sind wir mit denen auf der Spitze und drehen mit denen raus. So. Also so. Nehmen den wieder hoch und drehen wieder raus. Nehmen hoch, drehen wieder raus. Hoch, drehen. Andere Seite genauso. So, und dabei, wenn wir uns drehen, einen Spin machen, bouncen wir so ein bisschen gemeinsam. Und dann drehen wir uns weiter. So, zu den Armen bei dem Spin. Wenn wir in dieser Position sind, wo das linke Bein oben ist, das sind unsere Arme, wir können uns vorstellen, von Gewichten, nehmen uns Gewichte und ziehen die dann so hoch und dann mit dem Fuß rum. Und wenn wir uns drehen und den Fuß absenken, senken wir auch unsere Arme. So, und aussehen tut er dann mit den Armen und dem Bein. So. So, und wenn ihr das habt, könnt ihr noch euren Kopf dazu einsetzen, indem ihr nach vorne streckt, Schulter ein bisschen nach hinten, euch ein bisschen nach vorne legt, leichte Schräglage und beim Absetzen kriegt ihr so leicht nach hinten, dass ihr leicht schräg seid und es eben so aussieht. So, außerdem tut er dann so. Mir wird selbst schön. Ja, auf jeden Fall war es zu diesem Spin. Und wir kommen jetzt zum anderen Step. Eine Combo auch. Und die sieht so aus, wenn wir den Running Man machen. Nochmal den hier. So, nochmal. Das besteht aus zwei Steps, indem man sich nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten verlagert und aus einem Slide. Das wäre der hier. Ja, und funktioniert das so. Wenn wir in der Position sind, auf jeden Fall oben stehen beim Running Man, haben wir das rechte so und anstatt in die Position zu gehen, jumpen wir so nach vorne so ein bisschen, sind auf dem rechten Bein. Das linke Bein ist nicht auf dem Boden, sondern ist in der Luft, ein bisschen angewinkelt. Und dann verlagern wir wieder unser Gewicht nach hinten, kommen auf das linke Bein auf, dann ist das rechte in der Luft, ein bisschen angewinkelt, machen das nochmal das gleiche. Und dann kommen wir hier auf, beim zweiten Mal. Und wenn wir aufkommen, kommen wir auf die Spitze auf. Und dann verlagern wir das Gewicht, obwohl wir so weit mit dem Bein hinten sind und die Spitze so weit entfernt ist, alles auf die Spitze. Und ziehen ab.
komplett, die sehen so aus. Running Man, bleiben wir stehen, also nicht stehen, merken uns die Position, wo wir nach vorne unser Gewicht verlagern, nach hinten, nach vorne auf beide, hier auf der Spitze, hier mit dran sliden, beim Slide drehen wir uns ein Stück und machen weiter Running Man. So, mit dem Slide kann man auch einzeln verwenden, indem man auch Running Man macht. Und indem man auch Running Man nach hier einen Step, dann zieht sich ein bisschen dreht, weiter Running Man macht. Weiter Running Man. Und den kann man auch zweimal hintereinander machen auf beide Seiten. Dann sieht das so aus. Und weiter. So, das war's für heute und beim nächsten Mal mache ich auch wieder 1, 2, 3 vielleicht Moves und Kombos. Viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal.